Ja, Liebeskummer klingt immer so ein bisschen verniedlichend, aber für viele stellt es eine richtige Lebenskrise dar, egal in welchem Alter man ist. Liebeskummer kann man auch nicht nur nach einer Beziehung haben, auch eine unerwiderte Liebe, eine On-Off-Beziehung oder auch das unfreiwillige Leben als Single können dazu führen, dass man Liebeskummer hat. Ganz allgemein kann man wohl sagen, dass Liebeskummer ein krass schmerzhaftes Gefühl ist. Das entsteht, wenn der Wunsch nach einer Beziehung einseitig ist oder man eben nicht die gleiche Vorstellung von einer Beziehung teilt. Ja, wenn wir Liebeskummer haben, sind meistens alle unsere psychischen Grundbedürfnisse verletzt. Wir haben die Bindung zu einer wichtigen Person verloren. Manchmal droht sogar der Verlust eines Freundeskreises oder einer erweiterten Familie. Wir wurden oft abgewiesen und fühlen uns zurückgesetzt und nicht gewollt oder erleben uns auch als ohnmächtig, hilflos und tja, wohl fühlen wir uns echt auf allen Ebenen schon lange nicht mehr. Also man kann schon sagen, Liebeskummer erschüttert echt so und auf allen Ebenen. Erstmal ist es total wichtig, dass wir unsere eigenen Gefühle ernst nehmen, denn sie geben uns Auskunft darüber, was uns gerade fehlt. Wenn wir uns zum Beispiel traurig fühlen, fehlt uns oft Nähe und Bindung, vielleicht eine Umarmung zum Beispiel. Wenn wir wütend sind, hat jemand eine unserer Grenzen überschritten und uns fehlt, dass wir uns ernst genommen fühlen. Sich darüber im Klaren zu werden, was wir gerade brauchen, kann also uns und auch unserer Beziehung guttun. Also natürlich ist das bei jeder Person ganz individuell, was sie braucht. Aber ich glaube, man kann es so auf jeden Fall auf vier Schritte runterbrechen. Also das erste, überlebenswichtige, sieh zu, dass du genug isst, schläfst und auch mal rauskommst. Zweitens, nimm deine Gefühle wahr und ernst. Auch wenn es sich gerade richtig kacke anfühlt, schau mal genauer hin, was da los ist. Drittens, reden, reden, reden. Es hilft nichts. Du musst mit jemandem darüber reden. Und viertens, für die Zukunft, schau mal, was du wirklich möchtest von deinem Leben und deiner Partnerschaft. Und wenn du dir jetzt denkst, wie soll ich das denn machen, dann schau super gerne mal in dem Blogartikel vorbei, denn da haben wir das alles ein bisschen ausführlicher beschrieben. Also ich sage immer, niemand sollte mit einem gebrochenen Bein durch die Gegend humpeln. Warum also mit einem gebrochenen Herzen? Gerade wenn du dieses Gefühl schon eine ganze Weile anhält, du den Eindruck hast, dass du dich immer mehr zurückziehst und dir die Dinge einfach nicht mehr so viel Freude bereiten, dann such dir die Hilfe, die du brauchst. Ob jetzt von einer Freundin, deiner Familie oder einer Psychotherapeutin. Dazu sind wir schließlich da. Auf jeden Fall. In Liebeskummer steckt immer die Chance, sich weiterzuentwickeln, besser zu stehen, was man braucht und vor allem, was man nicht mehr möchte.